Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, heute da sein zu dürfen. Ich habe gehört, ich soll möglichst viel Zahlen präsentieren, weil Sie heute den ganzen Tag so wenig Daten vermittelt bekommen haben. Ich werde mich bemühen, ein bisschen einen Überblick über die Integration zu geben, über die Potenziale der Integration, vielleicht auch, was in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor passieren könnte, wo wir stehen, und werde mich bemühen, mit möglichst wenig Zahlen auszukommen. Nachdem Sie schon einen intensiven Tag hinter sich haben, werde aber trotzdem wahrscheinlich das eine oder andere erwähnen müssen. Uns gibt es als Integrationsstaatssekretariat jetzt ziemlich genau seit 2 Jahren. Wir haben in einem schwierigen Gebiet begonnen, weil Sie wissen, die ganze Diskussion der Integration ist in Österreich immer eine sehr emotionale gewesen. Wir haben zwar Integrationsnotwendigkeit gehabt, wir haben immer Zuwanderung gehabt, wir wollten das aber nie so richtig wahrhaben. Und eine der ersten Fragen, die ich gestellt bekommen habe als Staatssekretär, war: Ist Österreich ein Einwanderungsland? Und als ich Ja drauf gesagt habe, waren alle ganz empört, dass man das aussprechen kann. In der Realität sind wir es natürlich und schon sehr lange. Wir haben seit Jahrzehnten sehr viele Zuwanderer in Österreich. Wir haben uns oftmals nicht die Frage gestellt, bleiben die da, verlassen die das Land wieder, holen die ihre Familien nach oder bleiben die alleine, sollen die Deutsch lernen oder nicht. Also es ist vieles zufällig passiert und die Zahl der Zuwanderer ist stetig gestiegen. Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Menschen in Österreich, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das heißt, entweder selbst zugewandert sind oder Kinder aus Zuwandererfamilien sind. Und jeder, der glaubt, dass das weniger wird oder das Thema kleiner werden wird, der irrt. Es kommen jedes Jahr 130.000 Neuzuwanderer dazu und jedes Jahr verlassen 100.000 Menschen unser Land. Wir sind also ein Land mit sehr viel Bewegung, mit viel Zu- und auch Abwanderung. Und wenn man an die Schulen schaut, dann merkt man, das Thema der Integration ist auch dort omnipräsent, gerade im urbanen Raum und gerade bei den jungen Menschen. In Wien, wo wir jetzt sind, haben 40% der Menschen Migrationshintergrund und in den Wiener Volksschulen haben mittlerweile über 60% der Kinder Migrationshintergrund. Es ist also ein Thema, das nicht nur fürs gesamtgesellschaftliche Zusammenleben entscheidend sein wird, sondern es ist natürlich auch entscheidend für uns im öffentlichen Sektor und auch für uns in der Privatwirtschaft. Wie gehen wir damit um? Sehen wir es nur als Problem oder sehen wir vielleicht auch die Potenziale und können wir sie nutzen? Zur Ausgangssituation, was den wirtschaftlichen Bereich betrifft, ich glaube, da kann man schnell zusammengefasst sagen, wir haben noch viel Luft nach oben. Wir haben eine niedrigere Erwerbstätigkeit bei Menschen mit Migrationshintergrund als bei der Mehrheitsbevölkerung. Wir haben bei Kindern mit Migrationshintergrund an den Schulen eine wesentlich höhere Zahl von Schulabbrechern als bei Kindern ohne Migrationshintergrund. Wir haben bei den Selbstständigen zwar immer mehr Menschen, die Migrationshintergrund haben, mittlerweile in Wien jeder dritte Neugründer hat Migrationshintergrund, aber auch da haben wir weniger Menschen mit Migrationshintergrund als Selbstständige aus der Mehrheitsbevölkerung. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was man tun könnte oder was die Chancen sind, die da sind, dann sehe ich eigentlich viele und ich habe 5 Punkte mitgebracht, die ich glaube, die entscheidend sind, wenn man das Potenzial, das da ist, stärker nutzen möchte, die wir in Österreich vorantreiben sollten. Das erste Punkt ist, ich glaube, wir brauchen ein starkes Bewusstsein dafür, dass uns Vielfalt gerade als exportorientiertes Land sehr nutzen kann. Wir haben unzählige Menschen mittlerweile in Österreich, die mehrere Sprachen sprechen, die mehrsprachig aufwachsen, die unterschiedliche Kulturen kennen und wir erleben gerade bei den großen Unternehmen, bei den großen österreichischen Unternehmen, die im Ausland auch tätig sind, dass mehr und mehr da durchaus auf Personen zurückgreifen, die in Österreich geboren sind, aber die Wurzeln im Ausland haben und die Muttersprachen der Länder, wo die österreichischen Unternehmen tätig sind, schon von klein auf beherrschen, die zwar in Österreich ihre Ausbildung gemacht haben, aber die durch ihre Eltern auch die andere Kultur kennen. Ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial, wenn auch kleine und mittelständische Unternehmen sich dieses Potenzials immer stärker bewusst werden. Der zweite Punkt, der, glaube ich, gerade für die Privatwirtschaft sehr interessant ist, es entstehen durch Zuwanderer und durch die Vielfalt, die wir haben, auch zahlreiche neue
Wirtschaftszweige. Wenn man zum Beispiel am Westbahnhof in Wien schaut, welche Busse da am Wochenende abfahren, um Personen günstig fürs Wochenende ins Herkunftsland zu bringen und am Sonntagabend oder am Montag in der Früh wieder zurück. All das gäbe es nicht. Wenn man sich die Gastronomie in Österreich anschaut, wie vielfältig die mittlerweile geworden ist, das wäre natürlich nicht vorhanden ohne Zuwanderung. Und es gibt auch immer mehr österreichische Unternehmen, die dieses Potenzial nutzen. Die Raiffeisenbank in Wien zum Beispiel war eine der ersten, die in den Bereich Ethnobanking eingestiegen ist. Man hat ganz bewusst Mitarbeiter mit Migrationshintergrund angestellt, um in die Communities hineinzukommen. Und siehe da, es haben sich ganz neue Geschäftsbereiche aufgetan, die man vorher nicht kannte. Den Hochzeitskredit bei den Türken zum Beispiel, für alle, die es noch nicht kennen. Ich war auch etwas überrascht, wie ich das erste Mal davon gehört habe. Türkische Hochzeiten sind irrsinnig groß, mit meistens über 1000 Gästen, die zu so einer Hochzeit geladen sind. Und das gehört natürlich finanziert. Und in der Türkei ist es ganz üblich, dass man für eine Hochzeit einen Kredit bekommt. In Österreich war das natürlich nicht möglich, weil die Bank gesagt hat, wo ist die Sicherheit? Eine Hochzeit allein ist ja viel zu wenig Sicherheit für einen Kredit. Und was ist, wenn sie nicht stattfindet? Die Raiffeisenbank ist dann durch die türkischstämmigen Mitarbeiter dazu übergegangen, auch das zu probieren, und ist relativ rasch draufgekommen, dass so eine Hochzeit in der türkischen Community eine sehr starke Absicherung ist, weil die Geschenke immer in Geldform sind und so eine Hochzeit meistens wesentlich mehr dem Brautpaar hereinbringt, als an Kosten entsteht, weil die Community mithelfen möchte, dass sich das Brautpaar einen ordentlichen Start im gemeinsamen Leben finanzieren kann. Und siehe da, die Raiffeisenbank in Wien vergibt mittlerweile an türkische Paare Hochzeitskredite mit der Hochzeit als Sicherheit. Dritter Punkt, wo wir besser werden sollten und wo, glaube ich, viel Potenzial besteht, ist in der Frage, wie können sich Menschen, die zu uns kommen, einbringen. Es nutzt nichts, wenn die Hochqualifizierten kommen, wenn sie dann erst recht wieder als Taxifahrer oder bei Gebäudereinigern arbeiten müssen. Wir haben die Situation, dass die Akademikerquote mittlerweile bei unseren Zuwanderern genauso hoch ist wie bei der Mehrheitsbevölkerung in Österreich. Wir aber oft sehr träge sind in der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Und es ist keine Seltenheit, dass der iranische Arzt, der nach Österreich zuwandert, in Wien als Taxifahrer arbeitet, und das, obwohl wir in Österreich im Moment einen Ärztemangel haben. Wir müssen also schneller werden bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Da bin ich dem Minister Töchterle sehr dankbar, dass er es geschafft hat, dass es mittlerweile bei Akademikern einen Rechtsanspruch darauf gibt, dass man innerhalb von 3 Monaten erfährt, ob das Studium anerkannt werden kann oder nicht, und wenn nicht, welche Prüfungen man nachmachen muss, damit das Studium in Österreich anerkannt werden kann. Selbiges braucht es natürlich auch für all jene, die im Ausland eine Facharbeiterausbildung und für all jene, die im Ausland eine Schulausbildung gemacht haben. Nur wenn wir die Potenziale, die da kommen, ordentlich nutzen, dann bringt uns auch die hochqualifizierte Zuwanderung etwas. Vierter Punkt, der mir wichtig ist, wenn wir Potenziale nutzen wollen für die Privatwirtschaft und für den öffentlichen Sektor, ist die Frage, wie gehen wir mit ausländischen Studierenden um? Wir haben mittlerweile in Österreich über 20% ausländische Studierende an den Universitäten, sind damit so international wie kaum ein anderes Land der Welt, haben aber gleichzeitig die Situation, dass fast alle, wenn sie fertig sind, das Land wieder verlassen. Wir sind teilweise nicht interessant als Wirtschaftsstandort, und teilweise haben wir noch immer gesetzlich sehr starre Regelungen, die dazu führen, dass dem Ausländer zwar ermöglicht wird, dass er günstig oder fast gratis in Österreich studiert. Wenn er dann da arbeiten möchte, dann sagt die Republik aber, jetzt wo du fertig bist, verlass das Land bitte wieder. Es braucht eine Weiterentwicklung der Rot-Weiß-Rot-Card. Jeder, der in Österreich studiert hat, der in Österreich sein Studium auf Steuerzahlerkosten absolviert hat, der sollte meiner Meinung nach natürlich danach auch die Möglichkeit haben, in Österreich zu bleiben und zu arbeiten und dem Staat etwas zurückzugeben und zu beginnen, Steuern zu bezahlen. Was braucht es dafür? Es braucht eine Veränderung bei der Rot-Weiß-Rot-Card. Wir müssen sicherstellen, dass Personen, die in Österreich ihr Studium abgeschlossen haben, in Österreich bleiben dürfen, wenn sie innerhalb von 6 Monaten einen Job finden. Da ist die Einkommensgrenze noch zu hoch,
Und der zweite Punkt ist, wir sollten die Rot-Weiß-Rot-Card ausdehnen auf Bachelor-Absolventen. Derzeit ist es nämlich so, dass nur ein Masterstudium für die Rot-Weiß-Rot-Card gilt. Das heißt, wir haben zwar ein dreigliedriges System an den Universitäten, nur nutzt das Bachelorstudium noch nichts für die Rot-Weiß-Rot-Card. Und letzter Punkt, den ich mitgebracht habe, ist die gesamte Frage der Verwaltung. Ich glaube, da ist ganz entscheidend, die Verwaltung darf der Vielfalt und darf auch dem ganzen Bereich der Integration nicht im Weg stehen. Es ist natürlich aufwendig, wenn jemand in ein anderes Land zieht. Es ist natürlich aufwendig, wenn jemand woanders arbeiten will. Das braucht Kontrolle, das ist keine Frage. Aber da müssen wir schnell und flexibel sein. Wenn jemand eine Rot-Weiß-Rot-Card beantragt, dann muss der Arbeitgeber auch möglichst schnell die Möglichkeit haben, diesen Menschen zu nutzen. Wenn sich jemand entscheidet, österreichischer Staatsbürger zu werden und er erfüllt die Kriterien, dann muss das Verfahren möglichst zügig abgewickelt werden. Wenn jemand von einem Konzern im Ausland nach Österreich wechseln möchte und es ist klar, dass er kommen darf, dann muss es natürlich auch möglichst rasch funktionieren, dass er seinen Aufenthaltstitel für Österreich bekommt. In einer globalisierten Welt, glaube ich, können wir nur mithalten, wenn wir gerade in diesen Bereichen auch serviceorientiert und schnell sind. Das sind die 5 Punkte, die ich mir wünschen würde und an deren Umsetzung wir arbeiten, um das Potenzial, das wir in Österreich am Arbeitsmarkt haben, noch ein Stück weit besser nutzen zu können. Gut tun würde es uns. Migranten sind derzeit sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Sektor unterrepräsentiert. In der Privatwirtschaft sind wir schon wesentlich besser als im öffentlichen Sektor. Da ist die Zahl der Zuwanderer sehr, sehr gering. Aber auch da gibt es Lichtblicke, wie die Polizei zum Beispiel, wo mittlerweile bei den Polizisten in Ausbildung über 10% schon einen Migrationshintergrund haben. Also auch da sieht man, dass Vielfalt durchaus Chance hat und in Österreich durchaus genutzt werden kann. Ich darf mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, freue mich, wenn wir jetzt noch in Diskussion treten können und darf Sie ganz herzlich einladen, uns auf dem Weg in der Integration ein Stück weit zu begleiten. Das Schwierige an der Integration ist, wir haben noch sehr viel zu tun, wir stehen ziemlich am Anfang. Das Schöne ist, ziemlich jeder kann einen Beitrag leisten. Insofern vielen Dank für die Einladung und dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Danke sehr.